Grüß dich, ich spiele hier die Tagesherausforderung vom 29.03.2023 auf der Karte Stämme. Das Saftenwissen habe ich bei mir deaktiviert und den Helden Ben werde ich nicht mitnehmen, weil den einfach nicht jeder hat. Okay, los geht's. Ich will hier das Ganze nur mit zwei Affen schaffen und das ist durchaus möglich, weil wir ja nur bis Runde 46 spielen müssen. Also nehme einen Wurfballaffen und platziere ihn in etwa hier an diese Stelle, so weit nach rechts und nach unten wie möglich. Also in etwa so. Wenn du das getan hast, kannst du dein Spiel schnell laufen lassen. Wir machen hier als erste Verbesserung die schnellen Schüsse, dann die Langstreckenwurfpfeile und dann die ganz schnellen Schüsse. So, und danach kommt auch gleich noch die verbesserte Sicht hinterher und als nächste Verbesserung machen wir hier auch gleich die Armbrust. Dadurch kann er dann gleich drei Schichten von den Bloons platzen lassen. Hier kommen ja erstmal rote Bloons, die haben ja nur eine Schicht und dann kommen jetzt demnächst auch schon blaue Bloons. Da waren auch schon welche in letzter Runde, die haben ja zwei Schichten. So, und du siehst, die kommen da deutlich weiter als die roten Bloons, aber warte mal ab, bis wir die Armbrust haben. Dann wird unser Armbrustschütze deutlich stärker. So, Armbrust ist da in Runde 5 und jetzt kann er die blauen Bloons auch schon mit einem einzigen Schuss hier zum Platzen bringen. Und mit dieser Stufe 4 Verbesserung hat er noch deutlich mehr Durchschlagskraft. So, wir können das Ganze auch noch ein bisschen verbessern, indem wir den zweiten Affen hier aufs Feld bringen und das wird der Alchemist sein. Der wird ihn dann mit seinen Tränken unterstützen. Ich könnte das Ganze hier auch zum Beispiel mit einem Ninja schaffen. Der kann auch getarnte Bloons bekämpfen von Anfang an. Da muss ich nicht einmal eine Verbesserung vornehmen. Superaffe wäre hier auch noch möglich. Oder zum Beispiel dieser Mörseraffe. Aber Superaffe ist zum Beispiel zu teuer. Und der Mörseraffe, ja, da müsste ich dann ständig mein Ziel hier auf der Karte vorlegen. Und das möchte ich nicht. Also die einfachste Variante ist hier deswegen mit dem Wurfpfeilaffen das Ganze hier zu schaffen. So, ich nehme jetzt einen Alchemisten, genau, und den werde ich, na komm schon, das funktioniert nicht immer, den werde ich am besten dahin platzieren, weil dann kann er nämlich hier diesen Weg komplett mit seinen Tränken bewerfen, mit seinen Säuretränken ist es, glaube ich. So, der kommt jetzt hier hin, so an diese Stelle und dann bekommt er erstmal schneller werfen, Säurepool heißt es, genau das habe ich gemeint. Und dann bekommt er größere Tränke und den Säuremix. Ja, da, mit diesem Säuremix kann er den Wurfpfeilaffen unterstützen und dadurch hat er noch mehr Durchschlagskraft. Und später werde ich hier auf der ersten Reihe auch bis zur Stufe 4 gehen. Also als nächstes kommt ja dieses Berserkergebräu und dadurch wird unser Affe halt, glaube ich, um 50% oder 60% stärker. Kann halt schneller schießen und so weiter. Gut, ich spare mir jetzt das Geld für den Scharfschützen zusammen, für diese Armbrust. Und ja, das reicht eigentlich auch, um den ersten Moab hier, der in Runde 40 kommt, zum Platzen zu bringen. Also allein mit dieser Scharfschützenarmbrust hier würde es ausreichen. Ich bräuchte nicht einmal den Alchemisten dazu, aber natürlich werde ich den trotzdem verbessern. So, 1700 kostet dieser Spaß und den habe ich in Runde 21. Ich mache ja auch gleich die Verbesserung und wie du sehen kannst, ballert der jetzt die meisten Bloons mit einem einzigen Schuss hier weg und dank diesem Säuremix kann der auch Bleibloons platzen lassen. Wirst du gleich sehen, in Runde 28 kommen ja die ersten Bleibloons und er wird halt sie trotzdem platzen lassen können, weil unser Alchemist ihn halt unterstützt. So, in Runde 26 mache ich jetzt hier das Berserkergebräu und dadurch schießt unser kleiner Wurfpfeilaffe hier auch deutlich schneller, wie du sehen kannst. Der lasert sie richtig weg, die ganzen Bloons, die hier ankommen. Und jetzt ist die Frage, bekomme ich genug Geld zusammen, um hier die Stufe 5 Verbesserung vornehmen zu können? Oh, hier sind die Bleibloons. Wie du sehen kannst, hat er sie locker letztlich hier zum Platzen gebracht. War überhaupt kein Problem für ihn. In Runde 30 kommen jetzt wieder Bleibloons und wie du sehen kannst, auch die sind kein Problem für ihn. Er macht sie mit einem Schuss platt. Also, unser Wurfpfeilaffe ist wirklich stark. Ich habe den am Anfang, als ich mit Bloons angefangen habe, den total unterschätzt, dachte, naja, der erste Affe hat nicht viel drauf und so weiter und habe den nicht sehr oft eingesetzt. Aber ich muss sagen, nachdem ich so einige Karten jetzt freigeschaltet habe im Schimpansenmodus, habe ich diesen Wurfpfeilaffen zu schätzen gelernt. Besonders wenn man mit halbem Geld spielt, fängt man meistens mit diesem Wurfpfeilaffen an, weil er einfach kostengünstig ist und sehr viele Bloons platzen lassen kann. So, ich habe mittlerweile 4000 zusammen und ich könnte mir jetzt diese stärkere Stimulanz leisten.
Mache ich aber nicht. Ich glaube, bis Runde 40 kann man insgesamt 17.000 Affendollar verdienen, wenn ich es recht in Erinnerung habe. Das heißt, mir würden dann noch 2.000 circa fehlen, um hier auf Stufe 5 zu kommen. Ich weiß nicht so genau, ob ich das bis Runde 46 schaffen kann. Ich habe ja auch hier schon ein bisschen Geld investiert, so knapp 2.500 in etwa in den Alchemisten. Das heißt, die würden mir dann fehlen. Oh, hier kommen übrigens wieder Bleibloons in Runde 37, aber wie gesagt, die sind kein Problem für ihn. Jo, mal gucken. Ich könnte theoretisch dann meinen Alchemisten hier verkaufen und meinen Wurfverlaffen auf Stufe 5 verbessern, weil auf Stufe 5 kann er nämlich auch Bleibloons platzen lassen. Da brauche ich diesen Alchemisten eigentlich auch nicht. Ja, so, das ist meine Überlegung. Aber mal schauen, wie weit ich komme. Okay, wir sind in Runde 39. Der Moab kommt gleich. Und mal schauen, wie schnell unser kleiner Wurfverlaffer den zum Platzen bringt. So, an dieser Stelle normalerweise. Jawohl, der platzt auf. Und die restlichen Keramikbloons, die da hervorkommen, sind überhaupt kein Problem für den. Okay, wir nähern uns dem Ende. Ich habe mittlerweile 12.000, 13.000 schon zusammengespart. Ja, mir fehlt nicht mehr viel, aber wie gesagt, ich habe nur noch 4 Runden Zeit, um hier Geld zu verdienen. Sobald ich 17.000 habe, werde ich meinen Alchemisten hier verkaufen, der bringt mir ja 2.000 und dann werde ich dieses Geld in meinen Wurfverlaffen investieren. So, 2 Runden habe ich noch, 16.000, ja doch, das kriege ich zusammen, pass auf. 17.000 sind gleich da, also der kostet 19.000. Okay, da muss ich kurz bis 18.000 warten. Okay, das Geld ist da. Ich verkaufe den hier und mache die Stufe 5 bei meinem Wurfverlaffen. Und jetzt schau dir das an. Sieht das nicht schön aus? Einfach herrlich, wie der die ganzen Bloons hier weglasert. Und ich kann jetzt hier wieder meinen Alchemisten aufs Feld bringen. Da waren übrigens Bleibloons und der hat sie trotzdem zum Platzen gebracht. Oh, meinen Alchemisten brauche ich gar nicht mehr. Da kommt nicht dann mal mehr zum Einsatz. Okay. Das ist ja sicher. Ich bekomme hier 75 Affendollar und eine Bananenplantage mit 0,22. Okay, das war's. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Ende und aus.